Hallo und herzlich willkommen bei Do It Yourself Kids Club. Ich bin wieder für euch da und in diesem Video werde ich euch heute einen kleinen Partytrick zeigen, beziehungsweise auch für sonstige Veranstaltungen. Dazu benötigen wir einfach nur 1, 2, 3, 4 Sachen. Einmal ein bisschen Flüssigkeit. Hier habe ich mich für Traubensaft entschieden, weil durch diese Farbe kann man den Trick dann nachher besser erkennen. Dann brauchen wir ein Teelicht, eine Untertasse und ein Glas. Natürlich brauchen wir auch noch ein Feuerzeug. Deswegen bei diesem Versuch oder bei diesem Trick, wenn ihr ein bisschen jünger seid, macht es nicht alleine, holt eure Eltern dazu oder was auch immer. Freunde, wir wollen keine Zeit verlieren und direkt loslegen. Ich habe schon die Flüssigkeit hier in die Untertasse reingetan. Was wir noch machen müssen, ist einmal unser Teelicht hier reinzustellen. Dann machen wir das Ganze an. So, wie wir bekanntlicherweise in der Schule kennengelernt haben, steigt Hitze nach oben. Und deswegen werde ich jetzt einmal das Glas hier umdrehen und gleich dann hier drüber tun. Und dann werden wir sehen, wie die Flüssigkeit in das Glas hineingesogen wird. Da geht es auch schon los, wie ihr sehen könnt, ist die Kerze jetzt auch ausgegangen, weil die wohl keinen Sauerstoff mehr bekommen hat. Und meine Flüssigkeit befindet sich jetzt im Glas. Wie ihr sehen könnt, das Ganze ist hier jetzt alles weg, es ist alles im Glas, mein Teelicht schwimmt ein bisschen herum. Und wie wir hier sehen können, hat sich auch eine Schicht gebildet. Jetzt wegen dem Unterdruck kann ich euch zeigen, ich kann das ganz, ganz leicht das Glas hier anheben und dann sollte die Untertasse mit nach oben gehen. Ja, yep. Da müsst ihr aber vorsichtig sein, weil das Ganze doch sehr locker sein kann. Das heißt, mit einem ruckartigen Zug nach oben würde das Ganze wieder einfach auseinanderfallen. Ich zeige es euch hier nochmal, beziehungsweise ich zeige es erstmal vom Nahen. Also ich finde es eigentlich ganz cool, so als kleiner Partytrick oder als Experiment kann man das ganz gut machen, um da nochmal, vielleicht kann man das auch als Partywette machen, ich weiß es nicht genau. Aber an sich finde ich diesen Trick ganz cool. Das haben wir nämlich damals in der Schule gemacht, um halt zu zeigen, dass Hitze und Saugkraft und Unterdruck ganz normalen Sachen zu zeigen. Daran konnte ich mich noch leicht erinnern, dass wir es mal gemacht haben. Und da habe ich mir einfach gedacht, ey, das muss ich euch einfach mal zeigen. Freunde, das war es dann auch schon mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch einfach einen Daumen da oben dafür. Sonst, wenn ihr weitere Videos mit uns schauen wollt, abonniert doch auch unseren Kanal. Da würden wir uns auch sehr drüber freuen. Denn es gibt noch weitere Videos von Nina, von Eva und von der lieben Kati, wo wir hier zusammen die Videos machen. Sonst, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dieser Partytrick hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann in den nächsten Videos wieder. Bis dann. Tschüss.